Ein wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Gesundheit. Detroit Become Human. In der letzten Folge haben wir mit Kara uns gegen Todd durchgesetzt und Alice, ja, in Sicherheit gebracht und vor ihm beschützt, vor diesem Gesundheit-Mistsack. Und haben als Connor ein, Androiden verhört, der einen Mord begangen hat. Oh, und jetzt müssen wir sehen, dass wir hier einen Unterschlupf finden. Burger Zone. Ja, alles zu, keine Androiden gestattet. Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit gut. Und wenn nicht, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. So, Mäuschen, jetzt müssen wir aber dringend was finden, um dich irgendwo unterzubringen. Hier war doch was mit untersuchen. Finde einen Unterschlupf für... Komm mit, Mäuschen. Komm. Komm. Was? Wo? Okay. Pass auf Alice auf. Warte mal, hier ist was. Das ist nur der Plan. Okay, bleibst du hier und ich muss mich umschauen, oder? Was wird das? Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht, wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Okay, eine Option haben wir, aber das ist jetzt aktuell für uns trotzdem noch keine Option. Alles klar, komm weiter. Drüben. Haben wir irgendwie Geld, dass wir wenigstens irgendwie was kaufen können? Da, der Laden ist noch offen. Vielleicht sollten wir reingehen. Zumindest ist es warm da drin. Was willst du? Ich und ein Mädchen haben keine Unterkunft. Ich und ein Mädchen? Hätten Sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Scheiße. Ein obdachloser Android? Das ist der Hammer. Also, das ist hier ein Supermarkt und nicht die Heilsarmee, okay? Haut ab, wenn ihr nichts kaufen wollt. Nee, komm. Komm, Mäuschen, wir müssen weiter. Wir finden schon was. Mäuschen? Da. Ja. Halt dich fest. Komm. Genau. Schön Händchen halten. Oh. Was haben wir hier? Auto. Das könnte dienlich sein. Na komm. Die Androiden hat Kraft. Ich weiß gar nicht, sind die Androiden übermenschlich stark hier gemacht oder entsprechen so ungefähr der Kraft eines regulären Menschen? Und wird es unterteilt in Frau und Mann? Ja, bleib mal kurz da. Gucken wir ins Auto. So, naja. Sieht verlassen aus. Ist zwar nicht das Beste. Halte Abstand, Alice. Aber Hauptsache erstmal aus dem Regen raus. Komm, Mäuschen, rein mit dir. Es ist nicht das Hilton, aber... Es ist schön trocken
und niemand wird uns hier finden. Ich will da drin nicht schlafen. Können wir nicht woanders hin? Okay, wir suchen nochmal weiter, aber wenn wir nichts finden, gehen wir zurück. Geht nicht anders. Ja. Warte mal, hier war doch noch irgendwas. Ein leerstehendes Haus. Da ist es zumindest trocken. Kara, mir gefällt es hier nicht. Ich weiß. Es ist ja nur für eine Nacht und niemand wird uns hier suchen. Warte mal, da vorne war doch... Hier war doch so eine... Ist das eine Drahtschere oder... Eine kleine Kneifzange? Ja, komm. Dann das Haus. Wir haben jetzt leider nicht so große Auswahl, Mäuschen. Hauptsache erstmal raus aus dem Regen. Sei vorsichtig. Komm, Mäuschen. Wir schaffen das. Keine Sorge, wir sehen uns nur um. Okay. Gut, dann. Fenster? In einen Weg hinein. Was haben wir denn hier? Okay, übermenschlich stark bist du also nicht. Warte mal, da war. Nee. Tür. Ja, komm schon. Verdammte Schande. Mädchen. Wo bist du? Wo bist du hin? Mach doch sowas nicht. Wow. Halt! Was machst du denn? Besucher. Rev mag Besucher nicht. Greif nicht. Sie verletzen Rev. Da. Ich bin auch Android. Du brauchst keine Angst haben. Wir suchen nur einen Platz zum Schlafen. Besucher sind gefährlich. Da. Das tun sie mit Ralph. Okay. Wir gehen. Dann bist du wieder sicher. Komm her, hier. Dann müssen wir wohl doch das Auto nehmen. Hauptsache, die kleine Maus ist sicher. Wir müssen etwas finden, irgendwas, wo wir heute Nacht schlafen können. Halt durch, Alice, wir finden etwas, versprochen. Wir nehmen jetzt das Auto, komm Mädchen. Es geht nie anders. Es geht wir einfach nicht anders. Hier, Alice. Sicherheit ist das Wichtigste. Und es ist nur für heute. Ah, sowas geht mir immer an die Nieren.
warum hat er mich nie geliebt? Warum war er immer so wütend auf mich? Weil er ein Versager ist. Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Vielleicht war ich nicht brav genug. Und deshalb war er immer so wütend. Ich wollte doch bloß eine Familie. Ich wollte, dass er mich lieb hat. Warum waren wir nie glücklich? Ich weiß nicht, Alice. Du verlässt mich doch nicht. Versprich mir, dass du nie gehst. Das verspreche ich. Bleiben wir für immer zusammen? Für immer. Ja, Todd war einer dieser typischen Versager, der sein Unkönnen einfach nur auf andere projiziert hat. Dann noch abgestürzt mit Drogen, so ein Penner. Hm. Ui. Gab's aber viele Optionen, du. Mensch, Mensch. 6. November. Neustart. Marcus. Oje, die sehen nicht gut aus. Audioprozessor defekt. Gedächtnisimplantat ist beschädigt. Alle Systeme in Energiesparmodus defekt. Eieiei. Das hat man gut zugesetzt. Ja, und wir haben keine Unterschenkel mehr. Na super. Beine ersetzen. Ja. Dann. Dieses Dumpfe soll wahrscheinlich widerspiegeln, dass unser Audioprozessor kaputt ist. Ah, guck mal. Passt es? Ja, bestimmt, oder? Rein Komponente, jo. Nimm mal, komm. Also, gedrückt halten und jetzt. Ach, wenn es im Leben so einfach wäre. Und weiter. Immer schön weiter kriechen. Ah, da haben wir noch ein Bein. Das ist gut. Rechte Bein kommt. Immer kräftig weiter hier. Okay. Ich sag mal, der lebte noch. Kompatibel. AC-900. Gut. Wenn wir schon mal laufen können, wäre das schon mal ein sehr guter Anfang. Komme vom Schrottplatz, aber wir brauchen noch eine Audiokomponente. Androidenfriedhof. Ei.
Alter! Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho! Finde Jericho! Oh. Das ist schon etwas gruselig. Geh weg! Lass die Hände von mir, im wahrsten Sinne. Ich will dich gar nichts an, hau ab. Oh, wow. Ersetze beschädigte Teile. Optischer Prozessor. Ja, wo fangen wir am besten an? Schauen wir mal hier. Hast du was für uns? Inkompatibel. Schade. Hätte ja klappen können. Was ist mit dir? Funktionsfähig, aber inkompatibel. Was mit dir hier hinten? Haben wir bei dir irgendwie klappt? Nee. Also es funktioniert auch gar nicht. Oh, warte mal, hier. Hier war was? Auch inkompatibel. Ja, so eine Scheiße. Was ist denn hier los? Muss es doch auch kompatible Sachen geben. Hey! Auf mit so einem Mist. Das macht man nicht, ist so unhöflich. Was haben wir hier? Ah. Warte bitte. Bist du das nicht? Ich will leben. Na, okay, dann suche ich mir was anderes. Schon. Irgendwo muss da was sein. Guck mal, der ist gerade zusammengekracht. Also, was mit dem? Nee, kann ich auch nichts nehmen. Ah, die gute alte Shaky-Shaky-Cam hier. Ich erkenne irgendwie gerade gar nichts. Ja, haben wir gerade geguckt. Okay, der ist komplett außer Betrieb. Oh, inkompatibel. Ey, halt doch die Klappe. Ein schöner Abend, ja. Bestimmt ein wunderschöner Abend hier. Das ist sie wieder, oder? Hallo? Ach. Oder müssen wir das machen? Ich würde es gerne vermeiden, wenn möglich. Man möchte ja niemand seiner eigenen Art Schaden zufügen, wenn möglich. Was ist hier?
Aber komm jetzt. Ja, endlich. Na, wenigstens mal was. Eine Ohre. Okay, neue Ersatzteile werden nachgeschmissen. Holen wir uns ein Auge. Hat es dieselbe Farbe eigentlich? Ist egal, oder? Nicht dieselbe Farbe. Ich glaube, es ist blau. So, jetzt brauchen wir noch einen Prozessor und einen Pumpenregulator. Das Schöne ist, jetzt können wir unseren, ich sag mal, Scan-Modus wieder nutzen. Ach, komm. Da ist ein Tor, so, da könnte noch sowas drin sein, oder? Na, sieht auch gut aus. Komm schon. Ja, komm. So will ich das. So, so. Und wir mussten die Androiden nicht töten dafür. Sieh mal einer an. Gibt also doch die Alternative. Ich glaube, das erste Mal, wo ich es gespielt habe, habe ich mir das Teil von ihr genommen. Okay, jetzt geht es uns doch schon mal bedeutend besser. Jetzt müssen wir noch was fürs Gehör machen und dann ist alles toll. Audioprozessor. Na? Sehr gut. Wir suchen unsere Teilchen zusammen. Och, er hätte ihn sogar noch in der Hand. Ist ja nett. Von dumpf zu nicht mehr dumpf, oder? Klettern. Und uns gibt's, ah, guck mal da hinten. Na, jetzt besteigen wir noch den Androidenberg. Macht der gerade A? Macht zwischendurch Geräusche, als wie ein Mensch, wenn er Belastung spürt. Wir haben es geschafft. Ja, wäre wahrscheinlich sinnvoll, wenn man nicht gleich sieht, dass man ein Android ist. Oh, warte mal. Da war noch was.
Und weg damit. Ey, wenn das so leicht geht. Das ist dann schon eine ganz schöne Schwachstelle, oder? Na, was ein Zufall. Dass der Regenmantel direkt da war. Von den Toten zurückgekehrt. Ja, wir hätten sie auch töten können. Genau, da steht's ja. Haben wir aber nicht gemacht. Wir haben alles richtig gemacht. Wir haben es geschafft. Wir sind toll. Wir sind super. Und wir sind jetzt Connor. Alles klar, Freunde. Und hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Und wenn euch diese gefallen hat, ihr wisst schon, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar. Das hilft mir sehr. Aber Hauptsache wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotty. Ciao, ciao.